Hallihallo und herzlich willkommen aus dem Labyrinth von Draco Basler. Ja, wir sind jetzt hier schon fast in der Mitte des Labyrinths, eigentlich schon weiter. Und müssen hier, haben wir keinen Atlas hier. Wegweiser. Doch, currently. Also zwei Ausgänge. Und der Weg weiter ist hier. Gut. Bisschen laggy gerade. Ist wahrscheinlich auch Fraps. Einfach ein bisschen langsam. FPS zeigt 33 an und trotzdem ist es sehr langsam. Ja, ist auch die Engine. Schade mal diese. Gut. Ich freue mich so auf wieder eine Indoor-Location. Lass mich mal durch, bitte. Nicht bescheißen. Schießen. So. Jetzt haben wir hier mal einen Ausgang. Das ist aber die... Das ist der richtige Haus. Nein? Eine Forgotten Reliquie ist hier. Okay. Das meine ich mit diesen Buffs. Aber wie genau die funktionieren und wo? Einfach beim Boss, ja, aber wie? Nein, falsch. Gut. Gizzy. Hey, das reicht. Boah. Kann man nicht mal gut. So. Hey, wie schwer ist das jetzt gerade hier? Schlimm. Schlimm, Leute. Versteht es? Es ist schlimm. Oh, da müssen wir schauen. Da ist nix. Gut. Am wichtigsten ist eigentlich der Vorsicht. Schön vorsichtig sein. Was, du hast nichts gedroppt? So. Secret Passage. Cool. Aber wohin? Was ist denn das? Man geht wahrscheinlich zurück. Gab ja noch einen Weg nach weiter hinten. Und dorthin geht's. Den haben wir einfach nicht gefunden, weil ich suche die auch nicht. Ich will nicht so abkürzen. Jetzt kurz die Reliquie finden und fertig. Können wir dann hell machen. In Merciless. Komisch. Da ist nix. Wieder eine Sackgasse, Mensch. Ja, da will ich jetzt gar nicht runter. Tschüss. Also hier rechts ist es wahrscheinlich. Gehen wir nach oben. Ja, es geht wieder zurück. Also hier irgendwo. Das Problem ist, Feuerball macht sehr viel Sicht weg. Wenn wir zu viel spammen, dann kann es passieren, dass wir die Fallen nicht sehen und sterben. Ein Bane of the Layer. The next Leutnant you hit will be killed instantly. Was ist ein Leutnant? Also. Leutnant. Ich denke, es ist.
einer, der goldig ist. Welcher und wo? So, jetzt gehen wir noch in den anderen optimalen Eingang. Wenn wir da nicht hinkommen, dann ist es auch egal. Es gibt nämlich Way of No Returns. Gut. Schön, schön. Ah, da haben wir noch eine schöne Statue, die uns angreift. So, was haben wir hier? Aspirants Trial. Immer die, die so heißen. Sind der Gang weiter, also gehen wir noch zum anderen. Bum, bum, bum. Da. So. Was Domain Enclosure? Silbertor. Wohin führt das denn uns? So, Tele. Ja, da sehe ich ja nichts. Na, wo ist es? Ich will ein silbernes Tor. Wo ist das silberne Tor? Hm? Was ist mit dem los? Quarzzepter. Nix da. Ha! Skill. Nein. Doch nicht Skill. Ja, das ist unfair gewesen. Ja, sicher, ich gehe nicht da rein. Hallo, ich will schnell, das wäre nicht Mana drin. Ui. Oh. Ich kann gut reden, wenn ich jetzt gerade am Konzentrieren bin. Dann mache ich es auch nicht. So. Also als Herausforderung mache ich Cruel, aber in der ist viel später. Ich habe auch mit dem Uncrystal Archief Totem erst ganz viel später gemacht, weil ich wusste, dass der Tod immer wieder sterben wird. Und dann so nütz ist, dass er... Ja. Momentan ist er sogar besser geworden, aber ich will ihn nicht spielen, nicht mehr spielen. Der ist sowas von belanglos. Also da ist diese Bildung für fünfmal so spannend. Fünfmal so cool. Und er ist extrem viel stärker, vor allem am Anfang. Und er wird wahrscheinlich auch viel stärker später. Und ich skin dann extra noch um auf einen sehr tollen Bild. Und dann geht's los. Ich hoffe, ich schaffe dann auch der High Content, bevor die Season fertig ist. Aber ich denke schon, ich werde sowieso die Parts dann erhöhen. Komm. Aber wir haben ja jetzt erst irgendwie 16 Tage Season. Ja toll, eine Falle. Ne, sind keine Fallen hier, oder? Nö. Gerade hier nicht. Ab diese blöden Statue, zum guten Glück nicht die von Akt 5.
Akt 4. So. Schön. Wirklich toll. Na toll. Da oben. Hallo? Ja, sicher. Nicht töte. Jetzt müssen wir wieder runter. Jetzt müssen wir schauen, welche Liefer müssen wir aktivieren. So, jetzt ist es offen. Kite sieht jetzt. Jogang. Oh je, meine Katze. Die große Katze, nicht die zwei kleinen. Muss raus. Die kann alleine raus. Die soll alleine raus. So. Was haben wir hier? Mrs. Dark Shrine. Dark Influence reside in dark places. Also müssen wir in dunkle Plätze gehen. Oh je. Ich glaube schon, was es ist. Oh, eine Sage-Wand. Sehr gut. Schön, schön. Da oben ist nichts. Ein Trank. Wieso steht da eine Trank? Eine kleine Kiste. Okay, muss kurz den Stab identifizieren. Oh, ich weiß, welchen das ist. Ja. Socket Games Fire, ein additional Projektile. Ja. Können wir mal ausprobieren, aber wir müssen dann umenden. Ist nicht so gut. Physical, ja, schade. So physical Spells. Wenn Leutnant wirklich der Boss ist, dann können wir das einsetzen, irgendwie rechtsklicken. So, jetzt gehen wir nämlich auf das andere, in den anderen Eingang. Schauen wir mal hier. Ja, hier ist es. Dann haben wir wieder den Boss. So, jetzt steht zum Beispiel hier, Isor has an additional charges. Okay. Ist nicht so gut, aber ja. Auf einer Seite ist jetzt erst eins. Gut. Ja. Einheit und der Diener ist kaputt. Ach, der nächste kommt schon. Oh, ich hab gesehen. Das ist nämlich der Sander mit dem Skin. Aua. Ich habe gar keinen Schaden bekommen, habt ihr es gesehen? Zum Heiltrank mal gesoffen, aber man kann ihn nicht saufen, wenn man volles Leben hat. Weil extra Regeneration ist immer wichtig bei solchen Angriffen. Silbereingang, gehen wir zum Silbereingang, vielleicht kommen wir dann schneller zum Boss. Hopp. Gut. Any mystery can
Mysterious Dark Shrine. The pursuit of power can be a grotesque affair. Grotesque Affair. Haben wir jetzt wieder so ein Ding? Nein, oder? Nö. Ich frag mich, was jetzt genau gemacht wurde. Bekomme ich irgendwie ein grotesk irgendwas über? Grotesk heißt ja irgendwie etwas komisches, seltsames. Also jetzt kann ich noch nichts an etwas ändern. Komisches spüren. Das wird wahrscheinlich dann im Endboss sein. Versuchen wir mal hier lang zu gehen. So. Tobas Ring interessiert mich nichts. Ja, schön. Aber hier will ich runter. So. Gut, dann haben wir hier einen Eingang. Aber ich will ja den Silbereingang finden. Oh, schön. Was war denn das? War das eine der Properties? Keine Ahnung. Ja, fragt sich, wo das jetzt ist. Hier ist eine. Hier war doch irgendwas. Irgendwie wie komisch. Irgendwie haben die das Labyrinth auch ein bisschen anders gemacht. In Atlas of Worlds. Auf jeden Fall diese Bonis, die haben sie ein bisschen zurückgesetzt vom Boss. Ja, toll. Du bist jetzt der Silberdor. Hallöchen. Gebt mir jetzt endlich mal diesen Ausgang. Ich hab keine Geduld mehr. Krass. Habt ihr viel hier? Viele Sackgassen. Nun gut. Gehen wir mal hier rund. Toll. Also gehen wir dann hoch. Wo ist der Silberdor? Wo waren wir noch nicht? Da in der Mitte. Ja, toll. Also. Dann könnte es noch da muss ich mal schauen da unten rechts sein.
Ja. Toll. Jetzt, was macht die? Zum Eingang bringen. Ja. Schon klar, oder? Und im nächsten Part geht die Verwirrung weiter. Gott, oh Gott. Komm, wir müssen jetzt noch so weit wie möglich schaffen. Zusammen sind wir doch stark. Ja, ein bisschen. Da war ja auch nichts. Wir haben drei Eingänge, aber wir haben kein Silber da. Ist das irgendwie falsch? Angezeigt? Hier hat's noch was. Wette, es ist nicht hier. Ja, es ist nicht hier. Ach, blöde Spinnen, lasst mich in Ruhe. Tja. Was geht ab in dieser... in diesem Gebiet? Müssen wir nochmals hier zurück. Oder war das? Nein, das war doch nicht dasselbe da. Hey, komm, wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen jetzt mal oben links. Wir gehen jetzt mal hier. Das ist da oben links, ja. Der A-Stave-Part. Aha. Okay, hier ist mal Sackgasse. Könnte da was noch Spannendes sein? Ich denke nicht. Da ist nichts drin. Süß. Das ist noch nicht kaputt. Oh, super. Und für was? Gott, oh Gott, wie schlimm sind die Levels geworden. Hallo. Danke. Lass mich jetzt einfach durch. Dankeschön. Ich sollte nicht so spawnen, ich weiß, aber es regt mich langsam auf, diese Sackgasse. So muss das Spiel so hässlich sein. So hässlich unfair. Ja, toll. Dankeschön. Dahin. Sicherlich not. Definitely not. Heftig Scheiße hier. Zu viele Gegner noch. Weg da. Ja, anrichten könnt ihr nichts. Ich bin zu stark. Zu hochlevelig auch. So. Tschüss. So, jetzt haben wir das geschafft. Dann haben wir noch 6 Minuten. Können wir hier... Ja, müssen noch suchen.
Hier. Tschüss. Schön, schön. Gut. Nice. Oh, Kill 503 Mons. Nett. Ist ja auch easy mit Shotgun. Shotgun. Profi. Trag. Schauen wir mal die Rüstungen an. Nö. Nichts Gutes. Da rein. Ist zu offensichtlich. ja, ist zu offensichtlich. Kurz was trinken. Und dann werden wir Elementarist. Oh. Ja, jetzt sind wir die Leutnants. Setze ich ihn auch ein, aber. Ist er weg? Also war das jetzt wirklich so, dass man, wenn man einen besiegt, der so besiegt ist? Das ist ja sowas von unnütz. Mach's mir nicht so viel Damage. So, haben's geschafft. Ich bin ein bisschen ausgelaugt, ich bin ein bisschen geschockt. Aber gut. Wir haben keine Schlüssel bekommen. Auch nice. Was war jetzt? Trash, okay. Ein Schlüssel haben wir gefunden. Haben noch einen Server, okay. Ding, aber ich nehme den hier. Oh, ein Defbo. Cool, das ist der von dem Ballista. Nee, oder? Das ist nicht der von Ballista. Doch, es ist der von Ballista. Wir machen neuen Bild. Nein, nein, wir machen kein neuen Bild. Keine Bange. Aber ich finde ihn einfach cool. Den Iron Commander. Return to Town. Altar of Ascensi. Divine Font Park Gloves. Sollen wir die gleich verzaubern, hä? Castwort of Flames. Passt zu uns, aber ich weiß nicht genau, was das macht. Werden wir dann sehen. Oh. Totem ist das. Dingschrein. Aura meine ich. Pff. Eben. Die zwei brauchen wir natürlich nicht. Der hat so, für Samen und also eben. Für Beschwörungen Sachen. Der hat für, Power Charge Zeugs. Curses. Also Flüche. Chaos-Assistenz. Aber wir sind Elementalist. So. Und wir nehmen zuerst. Das war schwer. Ich müsste kurz schauen, was ich zuerst nehmen soll. Soll ich die Golems nehmen?
Wahrscheinlich könnte ich das so herausfinden. Was ist Konflux? Das ist krass. Also ich schaue mal kurz nach. Ja, es steht nicht. Toll. Eigentlich Elemental Reflect. Das ist sehr defensiv. Wir nehmen das zuerst und dann machen wir das in der Mitte. Moment kurz. Normal. Cruel. Dann Merciless. Und dann am Schluss das. Also das brauchen wir überhaupt nicht. Ja, bräuchten wir dann am Schluss. Für den anderen B vielleicht. Damit wir anstelle von das hier, glaube ich, das hier und hier nur bis hier, glaube ich. Hä? Müssen wir dann umgehen? Ich nehme das, ey. Können eigentlich immer wieder umgehen, habe ich gehört. Müssen, glaube ich, einfach das Labyrinth nochmal machen oder so. Oder eigentlich kann man das auch so machen. Ja, geht auch so. Also, jetzt haben wir das zur Verfügung und das schauen wir dann im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss. Gut. Auf Wiedersehen.